Ich war in meinem ganzen Leben noch nie high und wollte es das erste Mal für ein Selbstexperiment vor laufender Kamera ausprobieren. Das ist gar nicht so gut gerade. Das Ganze war natürlich ein wissenschaftliches Experiment und wir haben einige Tests durchgeführt. Aber dass der Test ganz anders ausgehen wird, als ich dachte und auch ein bisschen schief gegangen ist, das habe ich nicht erwartet. Viel Spaß mit diesem absoluten Chaos-Video. Matrix-Film. Was machen wir hier, Digga? Leute, wir machen heute das Selbstexperiment. Vielleicht haben es manche mitbekommen, ab dem 1. April, also vor 5 Tagen, ist Bubatz legal. Also man kann legal Gras rauchen in Deutschland. Und da haben wir uns natürlich gedacht, das ist ja kostenloser Content. Der Luca hat es leider schon vor uns gemacht. Grüße gehen raus, wir waren mit Laser Luca. Wirklich geiles Video gewesen. Ich frag mich nur, wie er das legal machen konnte, weil das ist ja vor dem 1. April hochgeladen. FBI, open up! Also Credits gehen auf jeden Fall raus an Luca. Mich wird natürlich jemand begleiten. Und zwar Johannes, der Vollidiot. Johannes wird heute komplett nüchtern bleiben und hier ein bisschen auf den Trip, der Tripsitter sein und aufpassen. Ich habe in meinem Leben noch nie gekifft. Ne? Ich wollte das immer erst machen. Ich war immer der Oberallmann. Ich habe immer gesagt, ich mache das immer erst dann, wenn es legal ist. Und jetzt ist es legal, jetzt will ich es ausprobieren. Boah, steht so Arsch. Boah, steckt mich da. Ich finde es richtig, richtig gut. Was ist doch Schweiß. Ist doch Schweiß, Alter. Aber vielleicht werde ich das ja bald mögen, wenn ich komplett abhängig würde. Oh. Nee, auf jeden Fall, Leute, macht es auf gar keinen Fall nach, was wir heute machen. Wir machen das in einem geregelten Umfeld. Macht es auf jeden Fall nicht nach, auch erst wenn ihr 18 seid, wenn überhaupt. Arsch aufgeregt, wirklich. Arsch. Also ich hab richtig Angst. Ich nehme auch gar keine Drogen sonst, außer vielleicht mal Alkohol. Mal. Ich hab, Bruder, okay. Hin und wieder mal Alkohol. Normaler Freitag für den Mann, Digga. Was ist da, was du tust? Du stellst dich wieder als Kiffer dann. Sag mal, wie oft hast du mich kiffen sehen? Einmal. Schon so viel für beide. Wo? Du das ist so geil. Wir werden außerdem noch einige Tests machen, damit das natürlich auch ein wissenschaftlicher Test hier wird. Werde ich jetzt davor noch einen Reaktionstest machen. Und ich würde sagen, den machen wir jetzt hier direkt mal am PC. Ich muss Pause drücken, wenn das Wort Stopp dasteht. Also ich bin mal gespannt, wie schnell ich bin. Musik ist schon mal mega. 3, 2, 1. Okay, jetzt kann es jederzeit kommen. Oh! Halb Mensch, halb Maschine. 0,3 Sekunden. Jetzt sehr krasse Reaktion. Das wird sich, glaube ich, gleich sehr ändern. Leute, ich würde sagen, jetzt gibt's kein Zurück mehr, Digi. Wir werden das natürlich jetzt nicht filmen, wie ich das jetzt hier genau mache. Ich bin von meinen Eltern richtig gut erzogen, dass ich sowas nicht machen soll. Gab ich gar auch. Keinen Fall. Deswegen Mama, schöne Grüße, ne? Ich habe noch nicht mal eine Zigarette gezogen, das heißt, ich werde wahrscheinlich husten wie ein Vollidiot. Sven hat es dann erstmal vorgemacht, weil er etwas erfahrener in der ganzen Sache ist. Das ist doch kein Videodreh gerade, Bro. Das ist doch einfach nur krass. Ein Profi spricht. Ja, Digga, scheiß drauf. Fuck my life, Alter. Mein erstes Mal. Ich merke noch nichts. Mal macht wie das. Ich merke noch gar nichts, Bro. Joint, Digga, oh, okay, okay, ich merke jetzt schon was, Digga. Es wird alles sehr schwer. Ja. Boah, Digga. Es wird schwer und langsam. Alter, puh. 5 Minuten können auch gut noch eine halbe Stunde dann sein. Alter, meine Hand fühlt sich 100 Kilo schwer an. Was sagst du, Geschmack? Ich fühle mich 100 Kilo schwer gerade, Digga. Boah, das ist ganz warm im Gesicht. Ja, das sieht so witzig aus, Digga. Das ist doch wunderbar hässlicher als vorher. Ach du Scheiße. Nein, ich hab ihn verloren. Doch irgendwann fing es dann an, nicht mehr so richtig drückend zu sein, sondern relativ lustig zu werden. Boah, fühlt sich ganz weich und alles ist so weich, Digi. Das ist dumm. Also mein ganzer Kopf fühlt sich ganz wuschig an. Ach du Scheiße, Digga. Das ist ganz wuschig, Digi. Dieses Wort. Wuschig. Also wuschig beschreibt das Ganze wirklich gut, was, Digga. Was denn? Wuschig. Wuschig. Was denn das? Wuschig? Es fühlt sich ein bisschen wuschig an. Doch vor dem Witzigen ging es dann auch schnell wieder ins Drücken rüber. Ich find's echt nicht so geil, Digga, muss ich sagen, alles gerade. Das ist witzig, aber ich mag es nicht so richtig langsam zu sein. Boah, die Couch fühlt sich aber jetzt schon. Boah, die Couch ist schon richtig gemütlich jetzt. Freunde, wir haben jetzt die ersten 2, 3 Züge genommen und ich merke auf jeden Fall direkt schon einen richtig kranken Unterschied. Boah. Hast du Hunger? Boah, das ist so wuschig alles. Wird das noch schlimmer jetzt? Da kommt jetzt noch mehr, oder? Nee, die Wirkung wird das minimal vielleicht. Wir machen jetzt erstmal kurz Pause. So anstrengend, sich hin und her zu gucken, ist so anstrengend. Hi, 3 Minuten. Achso, Johannes hat auch so gleich Geburtstag. Happy Birthday, Johannes. Ist das nicht ein toller Geburtstag? Okay, Freunde, wir machen jetzt hier nochmal den Test. Wir haben hier außerdem so eine kleine Linie aufgebaut. Mal schauen, wie es so ist. Ob das genauso wie bei Alkohol ist, ob man dann immer noch auf der Linie laufen kann, aber es sieht sehr gut aus. Entspannt, entspannt, entspannt. Okay, dann lass kurz chillen und dann kurz in Johannes Geburtstag reinfeuern und dann geht's nochmal in meine Runde. Ich glaube, wir machen das richtig perfekt gerade. Also ich hab jetzt genau die Grenze, wo ich fast kurz ein bisschen Schiss bekommen habe auf jeden Fall. Weil es auf einmal richtig schnell so als ob da jemand richtig runterdrückt. Das war nicht so geil. 3, 2, 1, happy birthday! Ich werde den, sorry Johannes, aber ich werde den ganzen Geburtstag hier genauso verbringen. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal, wir gehen jetzt wieder rein. Wir machen nochmal ein bisschen mehr. Doch, das war vielleicht nicht die beste Idee, denn das zweite Mal war nicht andersweise so entspannt wie das erste Mal. Jetzt habe ich richtig tief und richtig lange. Ich fing dann auch langsam an zu husten, also meine Lungen haben das halt einfach, sind das halt einfach null gewöhnt. Ganz viel Bauchkribbeln gerade, ganz viel Wuschigkeit.
Ja, ich hätte dann wahrscheinlich eher einfach aufhören sollen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwie schon am Limit war oder so. Also wollte ich es noch mehr ausprobieren. Und dann habe ich einen Zug genommen, da ging wirklich alles schief. Hart. Am besten nicht durch die Nase. Du musst es nicht genug. Oh, Wasser. Ach du Scheiße. Das riecht alles wie Leute. Also Leute, das ist gar nicht so gut gerade. Das tut so im Hals weh, Alter. Boah. Oh. Aber dann trat die Wirkung erst richtig ein. Yeah. Ja, jetzt geht's rund. Sun is shining. Every little thing is gonna be alright. Geht's dir besser? Nee. Ich will gar nichts. Kurz Nebeninfo, ich habe außerdem meinen Heymo-Kanal wiederbelebt. Da kommen nämlich jetzt jeden Tag Uploads und außerdem kommen auch jeden Tag Streams auf dem Twitch-Kanal von mir. Ich habe schon einige Videos online gestellt, die ihr wahrscheinlich schon verpasst habt. Also checkt die auf jeden Fall ab nach diesem Video. Die Tage kommt außerdem noch ein Livestream mit meiner Mama, die auf dieses Video hier reagiert. Also schaltet auf jeden Fall ein. Okay, ich zeig Moses ein Video, was er normalerweise richtig unlustig finden würde. Mal gucken, ob das für den schon lustig ist. Jetzt weiterhin extrem unlustig. Meine Lunge tut so unglaublich weh, allein deswegen würde ich es niemals mehr machen. Boah, das ist ja wirklich krank, Alter. Boah. Naja, machen wir den Reaktionstest. Oh, bist du weicher, Mann. Oh, ein Weich. Oh, stinken. Du bist ja nochmal doppelt so weich wie sonst. Wir gehen rein. Halb Mensch, halb Maschine, was vorher. Mal gucken, wie wir jetzt abschneiden. Ey, ist aber voll gut, eine 0,12 Sekunden. Rentner? Warum beleidigt mich das Ding auch noch jetzt? So, jetzt geht's ab, was zu essen. Weil da bin ich jetzt echt gespannt, wie sich Essen anschmecken wird. Wir werden jetzt zu McDonald's gehen. Ich habe vorhin dieses Bild angeschaut und ich habe mich erst mal 20 Minuten kaputt gelacht, obwohl ich das schon jeden Tag sehe. Das ist aber so geil. Jetzt haben wir nur den Oberarm. Und jetzt würde ich sagen, ey, ich habe so Bock, jetzt was zu essen, was in die Futterluke. Wow. Die Fahrstuhlfahrt war crazy. Kian hat leider die Kamera nicht draufgehalten, weil es war zu krass der Moment. Wir sind runtergefahren, aber wir hatten das Gefühl gehabt, man ist wieder dann alle hochgeflogen. Also ich war glaube ich der Einzige, der das Gefühl hatte, aber. Geblitzt! In der Aufnahme geblitzt worden! 20 km zu schnell, Digga. Digga, das war knapp. So du hast aber keinen Punkt, alles gut. Burger, Pommes auf die 1. Ich habe gefühlt 200 Jahre, glaube ich, dann da gebraucht, um diese Bestellung aufzugeben. Das war wirklich so stressig. Ja, komm, mach mal Cut jetzt hier. Die Bestellung abgebrochen und ich habe dafür 20 Minuten gebraucht, Digga. Oh mein Gott, Digga, ich habe noch nie so lange für die Scheiße gebraucht. Also meine Theorie ist, pro Chicken Nuggets eine Soße-Packung. Ich habe dann wirklich 20 Chicken McNuggets und 20 Soßen bestellt und ich fand das irgendwie so ultra lustig. Der musste gerade extra so eine Packung Soßen rausholen. Der hat extra ein neues Ding aufgemacht dafür. Er stapelt sie. Und denk mal über das Wort Soße an sich auch einfach so. Wir sind die Soßen, an vorne der erste Soßenlieferer. Nur für dich, das ist nur deins. Warum habe ich drei Getränke? Digga, was ist das, Bro? Ich habe mich einfach nur 50 Burgers, Digga. Und dann ist wirklich das Wildeste der Welt passiert. Und zwar ist die Polizei einfach auch in die McDonald's gekommen. Also wenn das jetzt nicht legal gewesen wäre, ich hätte mich als Allmann komplett eingeschissen. Die haben uns auf jeden Fall nur so freundlich angelächelt und dachten sich einfach nur so, yeah. Auf jeden Fall sehr freundlich gewesen, aber die haben uns das unglaublich angemerkt, glaube ich. Schau dir das an, wie viele fucking Soßen wir haben, Digga. Wir hatten einen Turm gebaut. Und ihr denkt, ich esse die ganzen Soßen nicht. Ich werde jetzt jede der 16 Soßen essen, glaubt. Ganz bin ich so, das Essen nicht dreimal so gut schmeckt. Geil. Wir dürfen das nicht so gut darstellen, Leute. Machen das trotzdem nicht nach. Auf Dauer sehr schädigend fürs Gehirn. Aber wir voll Idioten, probieren das jetzt für euch aus. Okay, Freunde, wir sind jetzt schon in McDonald's, haben auch einen Zuschauer getroffen. Was geht ab, Bro? Wie heißt du? Joshua bin ich. Joshua, fällt dir irgendwas an mir auf? So jetzt direkt nicht, aber. Nee, eigentlich nichts. Perfekt, Freunde, jetzt sind wir da wieder durchgekommen. Ich bin komplett high, Bro. Was genau, was jetzt? Und dann bin ich auch noch eingeschlafen mit meiner letzten Soße in der Hand. Es war einfach nur wirklich ein Traum. So, Freunde, ich bin todmüde, aber die anderen... Boah, Alter, was ist mit der Stimme los? Aber die anderen meinten, ich muss jetzt unbedingt noch einen letzten Reaktionstest machen. Reaktionstest! Ich bin wieder da, Digga. Versuch doch mal, oder mach irgendwann, Digga. Ich bin da. Guten Morgen. Wir haben mittlerweile den nächsten Tag und also ich fühle mich schon ein bisschen verkatert. Also ich fühle mich einfach immer noch so ein bisschen wuschig. Ich weiß nicht, ob ich das gestern so lustig fand, das Wort. Also ich fühle mich auf jeden Fall noch ein bisschen, schwummerig auf jeden Fall. Man merkt auf jeden Fall, dass irgendetwas konsumiert wurde. Ich habe ein bisschen Angst, mir die Aufnahme anzugucken. Ich glaube, fürs erste Mal habe ich auch, glaube ich, ein bisschen übertrieben und es war auch sehr stark. Ich würde sagen, Freunde, geht jetzt auf jeden Fall in meinen WhatsApp-Channel rein. Denn mit diesem Upload von diesem Video werde ich dort ganz viele Amazon-Gutscheine reinhauen. 50 Euro, 100 Euro. Und ich werde die WhatsApp-Gruppe wie beim besten Freund behandeln. Ich werde da einfach irgendeine Scheiße reinschicken. Ihr werdet dort die Updates als allererstes bekommen. Also folgt auf jeden Fall der WhatsApp-Gruppe, das macht richtig Sinn. Und ihr könnt ein bisschen abstauben jetzt. Die Gruppe ist das Geilste. Die Aufnahmen sahen bestimmt sehr witzig aus, bin ich mir sicher. Aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich empfehle euch das auf jeden Fall nicht, das allgemein auszuprobieren, weil das auf lange Zeit auf jeden Fall
krasse Schäden haben kann. Und ich kenne nun wirklich viele Leute, die auch wirklich auf Dauer ja, das geraucht haben und jetzt ein bisschen blöd in Maßen alles konsumieren und natürlich erst ab 18 Alkohol auch einfach Finger von lassen. Ich wollte euch einfach mal so auf die Reise mitnehmen, das sah bestimmt alles sehr lustig aus, aber wie gesagt, es ist nicht so lustig, wenn man das auf Dauer nimmt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao. Matrix-Film, um mit mir zu fliegen, nimm einfach die bunten Pillen. Das ist gerade der Job. Wir machen gerade den Job, dass wir gerade... Wie lange dauert das, bis du dann richtig die Wirkung kommst? Weiß nicht, Bruder. Ich bin kein Arzt. Na, perfekt, Digga. Nur einmal am Tag ist okay. Bruder, nein. In Hamburg, weißt du, da kriegst du einen über den Dötz, wenn du so aussiehst wie du. Da kommt jemand aus dem Koda raus und haut dir die Scheiße. Weißt du, dann ist auch einfach mal Schluss mit den Lichtern. Die Lichter auch einfach mal aus, Alter. Halt einfach die Fresse.